Hallo miteinander, willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute ein Training für die innere und äußere Seite der Oberschenkel. Es werden natürlich auch der Rest der Beine mit trainiert, aber der Fokus liegt ganz klar auf den Adduktoren, also auf der Innenseite der Oberschenkel, und auf den Abduktoren, die Außenseite der Oberschenkel. Genau, dann legt gerade los. Ihr braucht eigentlich kein Hilfsmittel, außer das Mäppchen und etwas zu trinken. Und dann kann es losgehen. So, wir starten mit der ersten Übung. Die erste Übung ist ein Seitwärtsschritt. Mit dem linken Bein uns abstoßen, zurück in die Mitte. Die Übung machen wir während 35 Sekunden. Alle Übungen machen wir zweimal durch. Los geht's! Schaut immer, dass das Knie schön über dem Fuß bleibt. Der Fuß darf man außen zeigen, muss nicht ganz schön gerade führen sein. Wir trainieren mit dieser Übung jetzt vor allem die Innenseite der Oberschenkel. Gut, 35 Sekunden sind rum. Wir machen gleich weiter mit der anderen Seite. Immer schön kräftig abstoßen mit dem Bein, das auf die Seite geht. Und der letzte. Gut, für die nächste Übung stehen hier deutlich mehr als hüftbreit her. Beide Fußspitzen zeigen nach außen. Wir gehen mit dem Gesäß tief. Bis in die Mitte, tief und wieder hoch. Tief, bis in die Mitte, tief und hoch. Los geht's. Auch diese Übung ist jetzt mehr für die Innenseite der Oberschenkel. Die breite Schrittposition trainiert man vor allem die Innenseite und weniger den Vorderanteil. Gut, als nächstes gehen wir auf die Matte. In den Vierfüßlerstand. Ihr lupft euch das Bein seitlich ab, streckt es und geht wieder zurück. Seitlich ab, strecken, zurück. Das Becken muss nicht ruhig stabil bleiben, sondern ihr dürft euch wirklich seitlich bewegen. Ich zeige es mal nach vorne. Wir machen Bein auf die Seite, Kick in die Luft und wieder zurück. Bein auf die Seite, Kick in die Luft und wieder retour. Das ist jetzt mehr für die Aussenseite von der Oberschenkel. 35 Sekunden sind am Laufen. Wir machen immer mit dem gleichen Bein. Dass das Becken ablupft, trainieren wir auch die Seite, die am Boden bleibt. Schauen am besten ein zum Fuß. Und der letzte. Dann wechseln wir auf die andere Seite. Knie auf die Seite, Kick auf die Seite und wieder retour. Knie auf die Seite, Kick und retour. Geschafft. Gut. Als nächstes gehen wir
in den Rückwärtsstütz. Lupfen das Becken, nehmen das Bein auf. Gehen mit dem Bein auf die Seite, wie ein Scheibenwischer, kommen wieder zurück. Stellen es ab. Aufstoßen, auf die Seite und abstellen. Genau. Schön im Wechsel, die Übung machen wir jetzt einmal und erst nach der Pause dann das zweite Mal. Los geht's. Säß auf, auf mit dem Bein, seitwärts runter wie ein Scheibenwischer und abstellen. Auf, seitwärts runter, abstellen. Und zwar stellen das Bein ab und ihr bewegt einfach das Bein, das untere Bein, auf und ab in einer schön gestreckten Position. Nie ganz ab mit dem Bein. Los geht's. Keine grosse Bewegung vom unteren Bein, sondern einfach ein leicht pulsieren. Noch 15 Sekunden, macht das Bein lang, schiebt die Ferse weg von euch. Und geschafft. Dann wechseln wir auf die andere Seite. Auch wieder das untere Bein schön lang machen, Ferse führen, stoßen und auf und ab bewegen. Jedes Mal schön ausschnaufen, wenn ihr das Bein aufnehmt. Einschnaufen und nach oben gehen. Stellen wir wieder auf. Wir machen wieder eine breite Schrittposition. Wir gehen tief in die Hocke und machen nur eine kleine Bewegungen auf und ab. 35 Sekunden, ab jetzt. Schön tief bleiben. Wenn es nicht mehr geht, können wir davor zu machen, eine kurze Pause. Und dann wieder tief in die Hocke, auf und ab bewegen. Langsam und gleichmäßiges Tempo. Die Wirbelsäule ist dabei schön lang. Und der letzte. Langsam hochkommen. Gut, dann darf ich einen Schluck trinken. Wir haben den ersten Durchgang geschafft. Wir starten mit der zweiten und letzten Runde. Und zwar fangen wir wieder an mit dem Seitwärtsschritt, abstoßen, zurück in die Mitte. Los geht's! Jetzt merkt ihr schon, es ist ein bisschen strenger als in der ersten Runde. Die Beine sind schon ein bisschen müde. Aber die 35 Sekunden halten wir jetzt locker noch rein. Denken, den Rücken nicht rund machen, sondern schön lang halten. Erste Seite haben wir. Machen wir weiter mit der zweiten. Denken daran, die Fußspitze darf leicht nach außen zeigen. Steigen.
Hand bestmöglich streckt während der ganzen Übung. Und geschafft. Gut, für die nächste Übung gehen wir in die breite Schrittposition. Wir gehen in die Hocke, halb rauf, in die Hocke und ganz rauf. Los geht's. Hocke, halb rauf, Hocke, ganz. Beinposition wieder schön breit, da denken. Führ den Fokus auf den inneren Oberschenkel. Und locker ganz aufrichten, wenn ihr raufkommt. Ruhig ab für die Becken noch ein bisschen zusammenklemmen, wenn ihr raufkommt. Wir haben das gesehen, die Muskulatur noch ein bisschen mehr aktiviert. Die letzte. Und hoch. Gut. Dann gehen wir wieder im Vierfüßler. Wir bewegen dieses Bein auf die Seite, kicken auf die Seite und gehen wieder weg. Alles mit dem linken Bein zuerst. Los geht's. Seite, Kick, Knie anwinkeln und zurück. Schön langsam kontrolliert durchkommen. Dann wechseln wir auf die andere Seite. Mit dem rechten Bein noch das gleiche. Seite, Kick auf die Seite, zurück. Schauen zu eurem Fuß. Und geschafft. Gut, als nächstes gehen wir wieder aufs Gesäß. Wir stützen uns ab. Gehen mit dem Bein rauf, auf die Seite, rauf und zurück. Im Wechsel einmal rechts, einmal links. Die Zeit läuft. Gesäß immer schön in die Luft halten. Langsame Bewegung vom Bein. Natürlich trainieren wir damit die Schultern und die Armmuskulatur auch. Und wieder langsam Retour aufs Gesäß. Gut, dann kommen wir wieder zu der Übung in den Seitenweg. Oberkörper bequem ablegen, das untere Bein ist gestreckt, das obere Bein angewinkelt, entweder hinter dem Bein oder könnt auch vor dem Bein, wenn euch das bequemer ist. Und wir legen los mit kleinen Bewegungen. Auf und ab, die Ferse schön in die Länge ziehen. Ausschnaufen beim Aufgehen, einschnaufen beim Abkommen. Die letzten 3 Sekunden und zurück auf den Boden, dann wechseln wir auf die andere Seite. Auch hier stützen wir uns wieder auf dem Unterarm ab und bewegen das obere Bein schön langsam und gleichmäßig auf und ab.
ausschnaufen, wenn ihr aufgeht, mit dem Bein einschnaufen, beim Abgehen. Und das Bein richtig schön in die Länge ziehen. Und stellt euch vor, ihr arbeitet aus der Innenseite der Oberschenkel. Nur schon dadurch, dass ihr daran denkt, wird automatisch auch mehr Muskulatur rekrutiert. Und geschafft. Wir kommen zu der letzten Übung. Hier wären wir mal in der breiten Schrittposition, Hände nach vorne und in der tiefen Hocke leicht pulsierend auf und ab bewegen. Los geht's! Zwei Sekunden und langsam wieder hochkommen. Sehr gut. Gut, damit wären wir schon wieder am Ende des Trainings angelangt. Ich hoffe, es hat euch ganz viel Spass gemacht. Ich hoffe, ihr merkt morgen, dass ihr ein bisschen müde Beine habt oder auch jetzt schon. Ich wünsche euch weiterhin ganz eine gute Zeit. Denkt daran, am 8. Juni geht es wieder los mit dem Bagifit-Kurs. Wenn ihr Interesse habt und im Thurgau wohnhaft sind, dann könnt ihr kostenlos teilnehmen. Infos gibt es auf bagifit-tg.ch. Wir würden uns freuen, euch mal in einem Training zu sehen und wünschen euch bis dann eine gute Zeit. Macht's gut und bis gleich. Tschüssli.